Dinosaurier immer noch keine. Da machen wir jetzt erstmal zwei Stück. Das reicht erstmal vollkommen aus bei 79%, da die wohl oder ja, wohl oder übel eh nicht allzu lange leben. Ein paar können wir noch nicht öffnen, weil wir noch keine Dinosaurier haben. Gut zu wissen. Hat uns auch noch viel zu ist. Okay. Personal. Reinigungspersonal, die streifen dann durch den Park, durch die über die Wege und gucken, dass alles sauber ist. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, Sie informieren zu dürfen, dass wir Ihnen jetzt einen kräftigen Pflanzenfresser aus der Kreidezeit zeigen können, den Pachycephalosaurus. So, jetzt können wir den Park endlich eröffnen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, das neueste Wunder der modernen Welt, den Jurassic Park, offiziell zu eröffnen. Jo, der Park ist eröffnet. Hi. Jetzt sind wir hier. Wie lange es ungefähr dauert, bis neue Besucher kommen. Hey. Währenddessen kann man gucken, was unsere Forschungsabteilung macht. Schutzraum Nachricht ist, von Dr. Grant. Ist sehr wichtig. So, Fossilmarkt. Ja, seht, kann man hier Fossilien kaufen. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Aber nichts Besonderes für uns. So, die sind jetzt mit dem Projekt hier fertig. Und da wir auch bald mal einen Fleischfress haben wollen, toll, wollen wir natürlich auch einen Stufe 2 zaun. Und Safety First, auch wenn man das jetzt eigentlich noch gar nicht brauchen machen muss. Ich kann es ja jetzt machen und von daher ist alles cool. Einen Schutzraum bauen. Umso früher, desto besser. Wir schauen und werfen nochmal einen Blick aufs Wetter. Alles soweit gut für uns. Dann es kann auch passieren, dass Unwetterwarnungen kommen. Zum Beispiel Gewitter. Die sind nicht so schlimm. Das Schlimmste an denen ist, dass die vielleicht mal Stufe 1 Zaun etwas beschädigen. Dass da an der Stelle kein Strom drauf ist. Es ist aber halb so wild. Aber sobald da eine Tornado-Warnung ist, dann muss man schon diesen roten Knopf hier drücken und den Notfall ausrufen, damit die Leute sicher abhauen können. So, die ersten Besucher sind da. Wir gucken einfach mal, schön, Sie wieder zu ob man denn... Ja, kann man sehen. Kann auch ein bisschen reinzoomen. Ja, das Spiel ist aus 2004. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Schon ein bisschen älter. Aber es sieht immer noch, wenn man jetzt hier mal guckt, das kann man später nochmal sehen. Ich habe die Grafik aufs Höchste. Klar, verschwommene Texturen sind da, aber die Dinosaurier sehen teilweise so hammergeil aus. Außer die da. Nein, also es gibt ein paar Dinosaurier, zum Beispiel ein T-Rex, den man ja auch haben kann. Gut. Nachricht von Dr. Grant. Oder ein Spinosaurus oder noch andere Dinosaurier wie Triceratops und so was, die sehen so hammergeil aus. Da macht das Spielen richtig Spaß. Schön, haben wir noch gar sehen. Nicht geguckt. Durch Super. Die Plattform sieht man hier auch nicht viel außer dem Park ein bisschen. Da kann man ins Gehege gucken. Da gab es gerade einen Kampf, wer der Gruppenführer von denen wird. Ich will halt doch nicht so viele machen, da die halt auch nur ein Jahr leben, jetzt vielleicht zwei Jahre, dann immer noch ein Jahr. Wegen diesen 82% hätte es sein können, dass sich da wieder ein bisschen was getan hat.
Was in dem Fall nicht der Fall war. Und das Spiel hat einfach eine teilweise so eine schöne Atmosphäre, das werdet ihr später bei meinem privaten Spielstand sehen, bei dem ich gestern ein bisschen einige Stunden gespielt habe, damit ich den jetzt so weit kriege, wie ihr ihn nachher sehen werdet. In einem der beiden letzten Videos, glaube ich. Da werdet ihr sehen, was man aus so einem Jurassic Park machen kann innerhalb einiger Stunden. Es war relativ klein, aber ich bin da noch nicht fertig mit dem Park, ne? So, neue Besucher treffen ein. Da kann man mal schön gucken. Die Politik vom Spiel. 1, 2, 3, 4. Nachricht von Dr. Grant. Nur 4 Besucher. Das heißt, es wäre total unnötig, den Preis zu erhöhen. Und ich habe mir gerade voll auf die Zunge gebissen. Bernstein kann man verkaufen. Bringt sehr viel Geld ein, aber teilweise auch erst in unserem Fall wird er lieber erforscht, was für DNA denn da drin steckt. Genau genommen kann man das Spiel beschreiben wie Zoo Tycoon oder Roller Coaster Tycoon, nur halt eben im Stile von Jurassic Park. Und es hat einfach, wie ich eben erwähnt habe, jetzt bei der Musik, sage ich es gerne wieder, so eine hammergeile Atmosphäre später, wenn man sich einen schönen Park aufgebaut hat. Ich bei meinem Teil zumindest gucke immer wieder gerne dann ein paar Gehege an für eine Minute, zwei, einfach nur die Kamera ungefähr so positionieren und gucken, was die dann die ganze Zeit so machen. Das ist so hammergeil, das Spiel brauche ich dir unbedingt ein HD Remake, meinetwegen auch mit DLCs, damit man jetzt nicht so DLCs wie jetzt beispielsweise, dass man T-Rex haben kann oder sowas, sondern DLCs wie Alligatoren oder sowas dazu zu setzen. Nachricht gehört ja eigentlich auch zur Zeit der Dinosaurier dazu. Albertosaurus war in Bernstein, alles klar. Wir können auch jetzt mal hingehen und können ein weiteres Team hier einstellen, damit unser Ernest, damit das Ganze etwas schneller geht. Das kostet uns $5000, ist uns egal. Jetzt haben wir zwei Teams und das Ganze geht ein bisschen schneller vonstatten, wenn ihr jetzt mal vergleicht mit zwei Teams. Er ist mit einem Team. Man merkt sofort den Unterschied. Der lassen wir die beiden drin. Ingen hat einen neuen Quartalsbericht vorbereitet. Alle Ingen-Forschungsmitglieder sind der Meinung, dass ihre Fortschritte zufriedenstellend sind. Das muss man sich auch immer wieder tun. Stufe 2 Zaun können wir jetzt machen. Jetzt will ich aber erstmal gucken, dass wir langsam aber sicher hingehen. Und die DNA-Gewinnung ist noch viel zu früh, Geldautomat auch noch, auch wenn er recht günstig ist und auch nicht lange braucht. Aber erstmal, höchste Priorität hat die Gesundheit der Dinosaurier. Okay. Und sorgen dafür jetzt mal für Impfstoffe. So, jetzt gucken wir erstmal hier nach dem Wetter mal wieder. Regen, was sich jetzt auch nicht auf die Besucherzahl auswirkt. Immer noch nur 4 Besucher, die haben halt auch noch nicht wirklich viel zu bieten. Man kann jetzt mal gucken, wie viel das in der Tonne ist. Gut, wie viel Aufwertung kostet 9900 als in Stufe 2. Was sollen wir jetzt tun? Okay. Und dann kann man auch ganz langsam, was ich hier anfange, sich Gedanken zu machen, wo man denn das erste Gehege für den ersten Fleischfresser einsetzt. In dem Fall vom Albertosaurus. Am besten auch irgendwo am Wasser lang. Vielleicht halt hier so da gerade lang. Das Gute ist halt eben bei den Pflanzenfressern, die kann man alle in ein Gehege stecken. Bei den Fleischfressern kann es gerne mal passieren, wie T-Rex, Spinosaurus etc. und so weiter und so fort, dass die sich anfangen gegenseitig zu killen. Was ich aber auch damals gemacht habe, war einfach zwei Gehege zu bauen, beziehungsweise ein Gehege zu bauen. Das Ganze dann, das ungefähr halt, ja, so wie jetzt aussieht, sag ich jetzt mal. Und hier war dann noch ein Zaun und genau das Ganze halt gespiegelt. Und hab dann zwei Dinosaurier machen lassen, zum Beispiel T-Rex und Triceratops oder sowas. Und bin dann hingegangen, hab die Mauer hier abgerissen, hab die gegeneinander kämpfen lassen. macht auch Spaß. So, wir haben jetzt 96%. Das heißt noch 4% und der ist vollständig und lebt dann 4 Jahre. Die DNA ist dann vollständig, so. Guten Tag. Können wir uns aber nichts leisten.
halt am Anfang nicht wirklich viel los. Hätte vielleicht auch gucken sollen, dass wir hingehen. Womit kann ich dienen? Und Dings machen. Dass ich hingegangen wäre, gestern hat zwischendurch immer mal wieder so extra Spielstände gemacht. Wie es denn auf Dauer aussieht, der Anfang ist zwar, wie gesagt, noch relativ holprig. Noch relativ langsam. Nachricht von Dr. Grant. Jetzt machen wir die 100% voll. Habe ich jetzt überhaupt ein Projekt aufgetragen? Ja. Gut. Sobald wir halt jetzt die 100% haben, werden wir noch mal ein paar machen. Ein paar züchten. So, 4 Besucher immer noch. Ist halt ein holpriger Start, ja. Schön, dass das ist so ziemlich immer der Fall. Nachricht des Parkverwalters. Ach, Gott, scheiße. So. Niedrigtritt reicht vollkommen aus. Niedrigtritt reicht auch bei 92% aus, die 100 zu erreichen. Ich glaube, Niedrigtritt macht auch nur 8% aus. Hat wohl sehr warm, dass er sich ins Wasser legt, in den Fluss. 100%. Schön, Sie wiederzusehen. Es lebt da 4 Jahre, wie ihr sehen könnt, und da machen wir jetzt direkt mal 3 Stück von denen dazu. Da haben wir da auf jeden Fall schon mal 5. Dann werde ich nachher, wenn das Geld stimmt, nochmal 2 dazu donnern. Dann haben wir 7. Aber die ersten, die beiden, die werden es ja leider eh nicht allzu lange machen. In meiner Kind sehr oft gespielt, Jurassic Park Operation Genesis, und spielt es heute auch noch sehr gerne, weil es halt einfach so eine geile Atmosphäre hat, für ein Spiel von 2004 noch recht schick ist, vor allem die Wasserreflexionen, die man es jetzt hier gerade bei den beiden, ja, werden auch hier richtig schön reflektiert, und ich finde, es sieht einfach stylisch aus. Gibt es für PC und auch für PS2, wenn ich mich irre, aber... Naja. Lieber PC. Gute Entscheidung. Glaubt mir. PS2-Version sieht zwar ein klein wenig besser aus, weil die später gefolgt ist. Aber naja. Aber naja. Ist alles cool. Blum. Blum, blum. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Glück. Gute Entscheidung. Müssen wir den Ranger auch vorerst nicht so wirklich einsetzen. Dringende Nachricht von John Hammond. So, wir haben jetzt einen halben Stern bekommen. Das heißt, wir werden nachher mehr Besucher kriegen. Ein halber Stern bedeutet auch so gut, wie dass man schneller Besucher kriegt und auch gerne den Preis erhöhen kann. Aber da es, glaube ich, immer noch nur 4 Besucher waren, die mit dem Helikopter gekommen sind, will ich erstmal gucken, Nachricht von Dr. Wu. Dass wir warten, bis wir 5 bis 6 Besucher bekommen. Das bedeutet dann für uns, dass wir den Preis auf jeden Fall ohne Bedenken erhöhen können. Das ist das Beste. Ohne Bedenken den Preis zu erhöhen. Bei meinem privaten Spielstand werdet ihr sehen, der Eintrittspreis liegt bei, wenn ich mich nicht irre, $2,500 pro Person. Und den kann man noch weiter anheben. Vielleicht werden wir das auch noch im Laufe machen. Das werden wir hier nachher sehen, sobald die ersten 5 Besucher gekommen sind. Werde ich mal den Preis erhöhen, dann schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Maximalbesucher, die mit einem Helikopterflug ankommen können, liegt bei 6 Besuchern. Da kommt gleich direkt wieder welche. Aha. DNA schön gewinnen, damit wir schnellstmöglich neue Dinosaurier machen können. Und genau das wollen wir ja. Hi. 5 Besucher. Da kann man auf jeden Fall mal auf 250 gehen.